Hallo, ich lese. Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest im Kapitel, Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Läusebefall. Und ja, es werden bewertete Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und das Ganze endet mit den beiden geeigneten Wirkstoffen, die sind grün und das sind Permetrin in Klammern äußerlich und Pyretrum in Klammern äußerlich. Ich lese vor. Permetrin äußerlich angewendet. Der synthetische Wirkstoff leitet sich von dem aus Chrysanthemenblüten gewonnenen natürlichen Pyretrum ab und hat eine lange Wirkdauer. Heißt wahrscheinlich, man muss das lange im Haar halten. Steht aber hoffentlich auf dem Beipackzettel. Geeignet bei Läusebefall. Wegen der Gefahr unerwünschter Wirkungen und möglicher Resistenten sollte das Mittel strikt nach Vorschrift und nur kurzzeitig angewendet werden. Die therapeutische Wirksamkeit von Permetrin bei Läusebefall ist nachgewiesen. Permetrin wirkt stark giftig auf Insekten und tötet Läuse ab. Seine therapeutische Wirksamkeit bei Läusebefall ist nachgewiesen. Wichtig zu wissen: Da unsicher ist, dass eine einmalige Anwendung der Medikamente die Läuse hundertprozentig sicher entfernt, sollten Sie die Behandlung in jedem Fall nach 8 bis 10 Tagen noch einmal wiederholen. Kribbeln oder Taubheitsgefühle an Körper oder Gliedmaßen sollten Sie schnellstmöglich mit einem Arzt abklären lassen. Es kann sich um Schädigungen des Nervensystems handeln, die durch Permetrin hervorgerufen werden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Säuglinge dürfen mit der Arznei ab dem 3. Lebensmonat behandelt werden. Allerdings bis zum Alter von 3 Jahren nur nach Rücksprache mit einem Arzt. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft sollten Sie dieses Medikament nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden und nur dann, wenn allgemeine Maßnahmen oder ein Behandlungsversuch mit dem rezeptfreien Wirkstoff Demeticon die Läuse nicht zuverlässig beseitigen konnten. Dies gilt auch für die Stillzeit. Also, Demeticon, das ist das Silikonöl. Man kann auch wahrscheinlich zum Autohändler gehen und man achtet dann auf Motoröl, teilsynthetisch oder synthetisch, das sind auch Silikonöl. Es funktioniert wahrscheinlich genauso. Ich bin ja schmerzfrei. Wer mehr Geld ausgeben will, geht in die Apotheke. Ich hatte in letzter Zeit mal wieder mit dem deutschen Gesundheitssystem zu tun. Deshalb rede ich mal wieder so. Das Ganze schließt mit Pyretrum in Klammern äußerlich. Das schaffe ich heute auch noch. Tschüss.